Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Herzlich willkommen bei der Roten Couch auf Antenne Kaiserslautern. Heute sind wir mit der Roten Couch wieder unterwegs und zwar im Autohaus Hübner hier in Kaiserslautern. An meiner Seite die Gebrüder Hübner, die Geschäftsführer und Geschäftsinhaber von Autohaus Hübner. Herzlich willkommen, danke, dass wir hier sein dürfen und auf der Roten Couch hier Platz nehmen zusammen. Erzählen Sie mir was zu Autohaus Hübner. Wie lange gibt es die Marke Auto Hübner schon? Die Marke Auto Hübner gibt es jetzt seit 1953. Das hat damals unser Vater gegründet. Da waren wir noch in der Nordbahnstraße und sind dann schon nach wenigen Jahren, 1956, in die Mainzer Straße umgezogen. Eigentlich an den Standort, wo man sie uns heute auch schon kennt. Das heißt erst Mainzer Straße 83 und dort sind wir dann bis 2006 gewesen. Und dann hat sich die Möglichkeit hier ergeben, eine deutlich größere Immobilie zu erwerben, dass wir einfach umfangreicher und besser uns für die Kunden aufgestellt haben. Immer schon mit Opel? Kaiserslautern ist ja eine Opel-Stadt oder wie waren die Anfänge? Also gefühlt eigentlich schon immer mit Opel, aber die Anfänge waren englische Sportwagen. MG, Lloyd-Fahrzeuge, das war in den Jahren nach dem Krieg bei meinem Vater bis 1960. Aber seit 1960 sind wir Opel-Händler und das sind heute auch schon fast 70 Jahre. Also das geht schnell. Schon eine lange Zeit. Kommen wir in die Gegenwart, ins Jahr 2018. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie aktuell hier am Standort? Wir haben hier über 70 Mitarbeiter. Davon sind allein 15 Auszubildende, weil das ist etwas, was mein Bruder und mir, ich sag mal, sehr am Herzen liegt, dass wir uns um eigenen qualifizierten Nachwuchs für die Branche und natürlich für unser Autohaus mit kümmern. Denn die Automobilbranche entwickelt sich recht zügig voran. Mhm. Elektrik, Elektronik, EDV, die sehr rasant den Einzug hält. Und wenn man hier mit einem jung motivierten Team arbeitet, dann hat man auch den meisten Spaß damit. Sie haben ja im Vorgespräch schon verraten, das hat auch einen gewissen Grund, warum Sie so mit dahinter sind. Sie beide sind im Prüfungsausschuss auch mit dabei, was die Azubis angeht. Richtig, also ich bin als Kfz-Meister im Gesellenprüfungsausschuss für die Kfz-Mechatroniker dabei und habe da dann jedes Jahr immer bei den Zwischenprüfungen und bei den Abschlussprüfungen dann ein Augenmerk mit drauf und ein Fingermerk mit drauf, dass das, was in den Prüfungen getestet wird, auch der Realität entspricht. Weil das ist das, was mir lieb ist. Jemand, der eine Ausbildung abgeschlossen hat, der soll fürs Leben fit sein und nicht schulfit sein. Und mein Bruder ist das Pendant im kaufmännischen Bereich bei der Industrie- und Handelskammer. Wie ist das mit den Kollegen mit anderen Autohäusern? Kommen die dann ab und zu und sagen, na komm, der Junge kann wirklich was, der hat nur ein bisschen Prüfungsangst. Kann man da was machen oder sind Sie da völlig unbestechlich? Ich glaube, das ist schon wichtig. Man merkt es. Also als erfahrener Prüfer merken Sie, wo Prüfungsangst ist, merken Sie, wo Faulheit ist und merken, wo Unwissen ist. Und also toi, 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 bei mir ist noch keiner durchgefallen. Okay. Aber es gibt auch nicht immer nur die Eins ohne irgendwas zu tun. Das muss man auch sagen. Und wir wollen aufs Leben vorbereiten und gerade die Ausbildung in Deutschland ist ja was Tolles, ist was Besonderes. Viele Länder beneiden uns drum, was wir hier haben und das Handwerk, der Handel sucht händeringend nach Nachwuchskräften und von daher freue ich mich über jeden, der also den Weg geht und eine betriebliche Ausbildung wählt. Okay, nicht nur im Autohandel. Entschuldigung, das war es im ersten Teil von der Roten Couch. Gleich hören wir mehr hier auf Antenne Kaiserslautern im Autohaus Hübner in Kaiserslautern. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Willkommen zurück zum zweiten Teil auf der Roten Couch bei Antenne Kaiserslautern. Wir haben es heute mal wieder gemütlich gemacht und zwar im Autohaus Hübner. Wir sind mit der Roten Couch unterwegs. An meiner Seite Peter und Klaus Hübner, die Geschäftsinhaber und Geschäftsführer von Autohaus Hübner. Wir haben gerade schon so ein bisschen was zum Werdegang gehört. Also das Autohaus Hübner gibt seit 53 Jahren gegründet von ihr, Entschuldigung, im Jahre 53 gegründet von ihrem Vater. Ja. Jetzt 2018 oder schon generell die letzten paar Jahre kommt ein Trend immer weiter raus, der damals wahrscheinlich noch gar nicht zu denken war. Elektrofahrzeuge. Wie ist da Opel aufgestellt? Was ist das für ein Thema bei Ihnen im Autohaus Hübner hier in Kaiserslautern? Also Elektromobilität ist ein absolut wachsendes Thema im Moment. Angetrieben durch die Dieseldiskussion sind immer mehr Leute bereit, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Und wir als Autohaus Hübner haben zwei tolle Elektrofahrzeuge im Angebot. Von Opel, den Ampera E,
ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug mit einer sehr starken Batterie. Sie kommen im Echtbetrieb 400 Kilometer weit mit dem Fahrzeug. Und es ist ein tolles Erlebnis, so ein Auto zu fahren. Bezahlbare Technologie. Okay. Ist da, also ich bin mal eins gefahren. Ich bin auch, also eigentlich normalerweise Sportwagen-Fetischist, aber ich muss sagen, man drückt aufs Gas und es ist sofort Leistung da. Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied. Da fühlen sich dann auch, drücken wir es mal einfach in PS aus, so 100 PS vielleicht im E-Auto an, wie 300 PS im normalen Benzinmotor, weil sofort alles da ist. Wenn ich jetzt überlege, mir ein E-Fahrzeug anzuschaffen, ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, ich bin jetzt zum Beispiel Pendler, ich fahre jeden Tag so circa 100 Kilometer, da haben viele noch Bedenken, was passiert, wenn ich mal im Stau stehe, was passiert, wenn es dann vielleicht doch mal eine halbe Stunde länger dauert, vor allen Dingen hier in Kaiserslautern mit den Baustellen dauert es ja generell immer ein bisschen länger. Wie weit ist da mittlerweile die Technologie? Ist das wirklich schon tauglich für einen Erstwagen als Elektrofahrzeug? Definitiv ja, also die Elektrofahrzeuge sind voll alltagstauglich. Die erste, die große Stauangst, wenn ich im Stau stehe, ich brauche ja keinen Sprit mehr für den Motor. Ich brauche nur noch ein bisschen Strom für die Klimaanlage und fürs Radio, das ist zu vernachlässigen. Also so lange wollen Sie gar nicht im Stau stehen, bis Ihr Akku dadurch leer ist. Wir haben bei den Elektrofahrzeugen den zweiten großen Vorteil, je mehr Sie im Stadtverkehr oder im Stau fahren, je weiter kommen Sie. Weil jedes Mal beim Bremsen holen Sie Strom zurück. Sie haben keinen Verschleiß von den Bremsbelägen, sondern holen die Energie wieder in den Akku zurück und kommen damit recht weit. Von daher voll und ganz ja, Erstwagen tauglich, Klammer auf. Bei einer längeren Urlaubsfahrt muss ich schon strategisch drüber nachdenken, weil ich ein paar Ladepausen habe. Oder ich habe dann für diese ein, zwei Wochen Urlaub irgendein anderes Fahrzeug. Aber sonst absolut alterstauglich. Zwei kurze Fragen noch zum Schluss. Mit was für Kosten muss ich ungefähr rechnen? Die ganze Zeit hast du immer, ja, Elektrofahrzeug, toll, da fällt einem der Tesla ein und horrende Kosten, wo man sagt, um Gottes Willen, kann also, ich mir niemals leisten. So ein Opel Ampera hat die gleiche Reichweite wie ein Tesla Model S, kostet ein Drittel von dem Tesla. Okay. Das ist immer noch Geld. Das heißt, immer noch 40.000 Euro so ein Fahrzeug. Ich sage es mal so, 10.000 Euro mehr als ein benzingetriebenes Fahrzeug. Dafür haben Sie sehr günstige Verbrauchskosten. Das macht ungefähr 4 Euro auf 100 Kilometer aus. Das schaffen Sie mit keinem normalen Pkw. Sie fahren umweltfreundlich, Sie fahren emissionsfrei und haben vernünftige Reichweiten dabei. Also die Wirtschaftlichkeit ist da in der Zwischenzeit. Thema Batteriemiete zum Schluss ist bei vielen immer ein Thema, die sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein Elektrofahrzeug, muss dann aber auch noch Batteriemiete zahlen, deswegen lohnt sich nicht für mich. Wie ist das bei Opel gehandelt? Das haben wir nicht bei Opel. Das ist aus meiner Sicht ein Stück weit Augenwischerei. Mir ist es nicht gelungen, eine Batterie ohne Auto zu mieten oder ein Auto ohne Batterie zu bekommen, sondern man hat da einfach nur den Preis in zwei Beträge aufgesplittet. Bei Opel ist einfach das Fahrzeug, das können Sie kaufen, das können Sie leasen, die Batterie ist drin. Und Sie brauchen keine Angst zu haben, dass die Batterie bald kaputt geht. Also wir haben mit dem ersten Ampera 6 Jahre Batterieerfahrung, kein nennenswerter Leistungsverlust. Okay. Die halten sehr lange durch ein optimales Lademanagement. In der Kaiserslauterer Opelstadt, so möchte ich es jetzt mal nennen, geht es natürlich auch immer wieder um das Thema Übernahme durch PSA. Dazu hören wir gleich noch was aus erster Hand hier aus dem Autohaus Hübner auf der Roten Couch im nächsten Teil. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Willkommen zurück auf der Roten Couch bei Antenne Kaiserslautern. Wir sind wieder unterwegs mit der Roten Couch, heute im Autohaus Hübner hier in Kaiserslautern. An meiner Seite die beiden Brüder Peter und Klaus Hübner, das sind die Geschäftsführer und Geschäftsinhaber. Wir haben hier schon sehr viel Interessantes zu Opel gehört, zu ihrem Werdegang von dem Autohaus Hübner. Wir haben gerade noch über die Elektromobilität gesprochen, was Opel dafür Lösungen anbietet. Jetzt kommen wir zum Thema, was in Kaiserslautern sehr, sehr präsent ist als Opelstadt, nämlich die Übernahme durch PSA. Letztes Jahr wurde dann bekannt, dass PSA Opel übernommen hat. Wie schätzen Sie oder wie sehen Sie generell diese Übernahme jetzt auch als Opel-Händler? Ja, also erstmal keine Begeisterung, weil große Veränderung, aber ganz viele tolle Chancen für die Zukunft. Das muss man ehrlich sagen. Opel gehörte seit 1929 einem amerikanischen Konzern General Motors, die auf der einen Seite viel für Opel getan haben, aber letztendlich Europa und Opel nie verstanden haben, sondern irgendwann doch America First gedacht haben und sich überlegt haben, was wollen die eigentlich mit ihren blöden Schadstoffvorschriften und sparsamen Autos in Europa? Das kriegt man ja heute auch mit. Und das ist eine Situation, wo wir heute wissen, Opel wäre in allergrößte Schwierigkeiten Anfang
des nächsten Jahrzehnts gekommen. Und diese Schwierigkeiten sind abgewandt, kann man heute sagen. Wir haben mit PSA einen durchsanierten, leistungsfähigen europäischen Champion. Das heißt, wir sind der zweitgrößte Autohersteller Europas in dem Konzern zusammen. Wir können zusammen gemeinsam tolle Produkte entwickeln. Und im Moment wird intensiv daran gearbeitet, die Zukunft zu schmieden. Zukunft schmieden heißt nicht nur Produkt, sondern eben auch die Arbeitsplätze in den Werken zu sichern. Genauso wie es jetzt darum geht, mit den Händlern die Zusammenarbeit neu zu vereinbaren. Also klar, natürlich immer großes Thema ist das Opel-Werk hier in Kaiserslautern, was natürlich die Belegschaft angeht. Da wurde jetzt eine Lösung gefunden. Inwiefern betrifft Sie das auch als Händler? Merken Sie das? Haben Sie viele Opelaner, sage ich jetzt mal, die auch hier ihre Autos zur Wartung bringen, kaufen, die darüber sprechen? Wie nehmen Sie so die, ja, das Zwischenmenschliche wahr, sage ich jetzt mal? Also einmal ist ganz klar, wir haben sehr viele Werksangehörige, die ja auch bei uns ihre Fahrzeuge zur Reparatur, zur Wartung haben. Kaiserslautern hat eine sehr hohe Opel-Affinität, weil auch viele über einen Werksangehörigen sich ein Auto kaufen, Gebrauchtwagen, und wir dann dementsprechend der Fachservice für diese Fahrzeuge sind. Und da ist schon ein recht hoher Redebedarf dementsprechend da. Und was wir merken, je näher die Leute am Opel-Werk sind, weil sie dort arbeiten oder dort technisch involviert sind, je größer ist das Verständnis für diese positive Chance, die sich daraus gibt. Mhm. Ja, am Anfang ist wirklich schon die Angst, oh Gott, was geht weiter? Und wenn das Werk mal nicht mehr da ist, bis sie dann einfach merken, nee, wir haben eine Chance, weil anders wäre die Gefahr deutlich größer gewesen. Und das zeigt jetzt auch diese ersten Vereinbarungen, die jetzt schon zur Standortsicherung und zur weiteren Investition mitgetätigt worden sind. Okay, gleich im nächsten Teil hören wir dann noch was zu einem Award. Sie sind in einer Endrunde, Top 20, um welchen Award es sich da handelt, wo Sie das Autohaus Hübner finden, was es noch für Informationen gibt. Denn im September wird es noch was ganz Besonderes von Opel geben. Das hören Sie gleich im nächsten Teil auf der Roten Couch. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect. Zurück auf der roten Couch im Autohaus Hübner. Wir sind wieder unterwegs mit der roten Couch. An meiner Seite die Brüder Klaus und Peter Hübner. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört. Einmal zur Übernahme durch PSA natürlich oder PSA, dann zum Thema Elektromobilität, zur Entstehung von Autohaus Hübner, wie das alles gewachsen ist hier am Standort Kaiserslautern. Jetzt blicken wir so ein bisschen in die Zukunft. Sie haben mir im Vorgespräch verraten, im September wird Opel was Neues rausbringen. So ein kleiner Angriff auf ja, schon bekannte, kleinere Familienvans, nenne ich es jetzt mal. Ja, und zwar, wir bekommen die neue Generation des Opel Combo. Klingt erstmal nicht spannend, aber der Combo ist als Kastenwagen eigentlich eher bekannt. Ich wollte gerade sagen, ich kenne ihn als Baustellenfahrzeug. Genau. So ein bisschen, ja? So, und jetzt werden wir also uns vor dem Renault Kangoo und vor dem Caddy, was Ausstattung und Familienfreundlichkeit ansiedeln. Das wird schon ein tolles Fahrzeug sein. Okay. Mit super Assistenzsystem, adaptiver Geschwindigkeitsregler. Das Auto bremst und beschleunigt selbst, wenn Sie das wollen. Head-Up-Display verfügbar. Okay. Viel mehr Platz für Familien, unterschiedliche Karosseriegrößen. Da werden wir einen echt neuen Markt gewinnen. Und ich konnte den Wagen schon sehen. Das macht echt Laune für eine super Zielgruppe, das Fahrzeug. Okay. Und freue mich sehr drauf. Ab September wird er bei uns sein. In welchem Preissegment wird er sich ungefähr einordnen? Das geht bei 20.000 Euro los, und wie das meistens so ist. Wir haben also wie bei einem großen Menü Chancen, auch noch mehr reinzupacken. Aber das Auto bleibt, und das ist eine Domäne von Opel, absolut bezahlbar, erreichbar für jede Familie, das ideale Familienfahrzeug. Mir ist ja immer persönlich als Kunde auch wichtig, der Service. Ja, also wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, dann ist das nicht nur so, ja, ja, stell mal dahin, wir kümmern uns schon drum, sondern ich möchte mich da auch gut aufgehoben fühlen. Und das steht bei Ihnen auch mit im Vordergrund, ganz einfach auch deswegen oder wird ausgezeichnet dadurch, dass Sie jetzt unter den Top 20 sind, was den Service Award angeht. Was ist das für ein Award und was genau wird da ausgezeichnet? Der Service Award wird vom Autofachmann von einem großen Verlag mit Unterstützung von mehreren Sponsoren mit ausgelobt, wo generell alle Servicebetriebe, freie oder markengebundene, beurteilt werden, wie sind Betriebsabläufe, wie ist man kundenorientiert, wie stellt man sich auf Elektronik, EDV mit rein, Kommunikation mit dem Kunden, Prozesse in der Werkstatt mit drin, wie der Ablauf da ist. Und das ist natürlich für uns auch wichtig, in einer entsprechenden Größenordnung, dass ich die Nähe zum Kunden, die Nähe zum Fahrzeug, die Nähe zu dem Auftrag mit dort habe.
Und wir sind hier EDV-technisch, personaltechnisch aus meiner Sicht recht gut aufgestellt. Und von da freut einen das umso mehr, wenn das andere auch feststellen. Und so sind wir in der ersten Runde, in der Vorentscheidung für diesen Service Award jetzt unter die besten 20 bekommen. Und im Moment steht es jetzt davon ab, wie weit wir uns dann dort nochmal einzeln mit platzieren. Geht also über einen recht umfangreichen Bewerbungs-, Beschreibungsprozess, Betriebsabläufe, die dort mit analysiert werden. Also wirklich das gesamte Paket, was wir um unser Schätzchen, um die Autos und um die Kunden geschnürt haben. Jetzt bleibt noch eine Frage offen. Wenn ich dann so ein Schätzchen, ein Auto kaufen möchte, wo muss ich hinkommen? Wo finde ich Informationen, Kontaktdaten zum Auto aus Hübner? Also, Auto Hübner gibt es in Kaiserslautern in der Mainzer Straße. Die große Einfallstraße von der Autobahnabfahrt Kaiserslautern Zentrum neben McDonald's. Das war jetzt keine Produktwerbung, aber vielleicht kannst du der ein oder andere zuordnen. Großes Autohaus, nicht zu übersehen. Opel und Nissan, und jeden Tag sind wir im Service von 7.15 Uhr bis 18.15 Uhr und im Verkauf von 9 bis 18 Uhr da, und wir haben nette, tolle junge Mitarbeiter, die freuen sich auf nette Kunden jeden Tag. Der Kaffee schmeckt übrigens auch sehr gut, den haben wir vorhin getestet. Ich sage vielen Dank, dass wir da sein durften, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier auf der roten Couch Platz zu nehmen, und sage dann zu euch und Ihnen bis zum nächsten Mal. Die Rote Couch, der Business- und Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt mit freundlicher Unterstützung von KL Connect.